Wo sind wir denn jetzt? Twin Drake City. OMG. Und da ist der Champion. Twin Drake City. Die Stadt, in der Vergangenheit und Zukunft zusammenfließen. Interessant. Hey! Oh, Kevin, hier entlang. Oh, Jesus. Jesus, dieser Lügner. Mit seinem manipulativen Gerede will er nur alle hinters Licht führen. Hört mich an, ihr guten Leute. Unser König, seine Majestät N, hat seine Kräfte mit dem legendären Drachen-Pokémon vereint. Gemeinsam werden sie das Land der Verheißung schaffen und uns in eine glorreiche Zukunft führen. Und so wiederholt sich die Legende von der Gründung eines durch den Helden. Held, Legende, Drache? Im Gegensatz zu uns einfältigen Menschen wohnen den Pokémon Fähigkeiten inne, die unsere Vorstellungskraft bei weitem übersteigt. Es gibt so vieles, das wir von ihnen lernen können. Wir müssen nur ihre Einzigartigkeit anerkennen und ihnen helfen, das Joch abzuschütteln, in das wir Menschen sie so schmählich gespannt haben. Befreien die Pokémon? Drum hört, ihr guten Leute. Gründet mit uns Team Plasma jenes neue Land. Ein glückseliges Land, in dem Menschen und Pokémon sich gleichermaßen an erquickendem Trunk der Freiheit berauschen können. Sprengt daher zunächst die Ketten, die eure Pokémon zu Leibeigenen machen. Euer ergebener Diener Jesus sagt tausend Dank für eure werte Aufmerksamkeit, ihr guten Leute. Der Friede sei mit euch. Ja, komm, piss dich, Jesus. Wir wollen deine Bekehrungsaktion nicht mehr hören. Scheiß Priester, scheiß Missionar, scheiß Ketzer. Stimmt das? Haben wir die Pokémon unterdrückt? Sollen wir die Pokémon freilassen, so wie es Team Plasmon sagt? Bitte nicht. Ohne mein Pokémon wäre ich doch plötzlich so schrecklich einsam. Und die Meute löst sich auf. Was heißt die Meute? Die Menschenmenge. Was soll das Ganze? Was hat er da gesagt? Ist doch Unsinn! Die eine Region entstand damals, indem die Pokémon und die Menschen zusammengearbeitet haben. Falls die Menschen diese Beziehung zu dem... Was? Falls die Pokémon dieser Beziehung zu dem... Ach nee, die Stimme. Die killt meine Stimme nur zu sehr. Hätten sie längst verlassen. Ein Pokéball kann vielleicht ein Pokémon fangen, nicht aber seine Gefühle. Ja, die Stimme ist in Ordnung. Wollen wir, Kevin? Nee, tut mir leid, ich will nicht. Ich will nicht, ich bin so schüchtern. Lange nicht mehr gesehen, Lila... Was? Lilia und Lysander. Lauro und die Junge von neulich. Was denn? Versuchte Champ hier, der Pokémon-Liga den Rücken gekehrt hat und seitdem die Lande durchstreift. Ich komme gleich zur Sache. Verrate ihm alles über das legendäre Drachen-Pokémon. Meinst du Seagram oder meinst du Seagram oder Rinchiram? Warum interessiert dich das auf einmal? Bei der kleinen Ansprache vorhin hat dieser windige Jesus doch gesagt, dass ein Trainer namens N Seagram wieder erweckt habe. Oho. Und dieser Trainer mit dem Namen N hat Kevin aufgetragen, das andere Drachen-Pokémon zu suchen. Ich werde nicht ganz... Fuck, ich verwechsel immer die Stimmen. Ich werde nicht ganz schlau aus diesem N. Für seine eigenen Überzeugungen will er die beiden Drachen-Pokémon gegeneinander kämpfen lassen. Aber diese alten Drachen-Pokémon sind doch jetzt Freunde, oder? So ist es, Lila. Die Trainer sind es, die die Pokémon gegeneinander kämpfen lassen. Und sie sind das, damit sich Trainer und Pokémon noch besser verstehen. Also dann, ich mache mich auf zur Pokémon-Liga.
Oder sollte ich sagen, ich kehre dorthin zurück? Natürlich werde ich M besiegen. Ich werde ihm die Augen öffnen und ihm zeigen, dass die Welt so wie sie jetzt ist, eine Welt, in der Trainer und Pokémon in Harmonie zusammenleben, gut ist. Und was dich angeht, Kevin, ich werde als Champ auf dich warten. Also hol dir den Orden von Twin Drake. Ich weiß nicht, ob ich Twin Drake oder Twin Drake City sagen soll. Ich sage jetzt einfach mal Twin Drake City, weil es ja eine englische Region ist, also eine amerikanische. Und komm dann zur Pokémon-Liga. Aber sieh dich vor, der Arenaleiter von Twin Drake City ist sehr stark. Also, ich verlasse mich auf euch, Lysander und Lilia. Und es leckt. Leck, komm, geh weg, ich brauch dich nicht. Nerv jemand anderen. Jetzt ist er weg. Ob er in Ordnung ist? Er hat sein finsteres Gesicht gemacht. Mach dir keine Sorgen, Lila. Ich sag immer Lila. Weil ich das immer so schnell auf den ersten Blick sehe, da sage ich immer Lila. Lilia! Er ist der stärkste. Er ist der stärkste Pokémon-Trainer der gesamten Einar-Region. Kevin, war der Name richtig? Komm doch bitte zu mir nach Hause. Es ist wie Lauro gesagt hat. Ich will dir alles über das legendäre Drachen-Pokémon erzählen, was ich weiß. Lilia! Wärst du so lieb, vorauszugehen? Die Geschichte von Zekrom und Reshiram, wir erzählen sie dir. Und ich führe dich durch Twin Drake City, hier entlang. Er macht es. Twin Drake City sieht in der Weißen übrigens anders aus als hier. Da in der Weißen sieht es ein bisschen einfacher aus. Also so, ja, eine ganz einfache Stadt. Hier sieht es, in der Schwarzen sieht Twin Drake City total modern aus und zu futuristisch. Aber genug gequatscht. Da, hier geht's, da geht's lang. Ja gut, das hätte ich von alleine auch schon rausgefunden. Yeah, Gitarrenspieler! In dieser Melodie findet sich unsere Hoffnung wieder. Möge sie in Zukunft Gehör finden. Hat es eine andere Musik? Ja, ich glaube schon. Ich habe meine Pokémon trainiert, bis wir richtig stark waren. Wir hatten immer so viel Spaß zusammen. Doch wenn ich sie freilassen muss, damit sie ihr wahres Potenzial entfalten können, dann muss es wohl so sein. Nein, hör nicht auf diese Team Plasma Idioten. Stimmt das? Haben wir die Pokémon unterdrückt? Nein, habt ihr nicht, keine Sorge. Die Stadt in der Vergangenheit und Zukunft zusammenfließen. Ja, und in der Weißen ist es etwas vergangenheitlicher. Und hier in der Schwarzen ist es zukünftlicher. Guten Tag. Schnauze. Komm, du scheiß Schlampe, du. Hier, nimm meine scheiß Pokémon und heile schnell. Und dann lass mich in Ruhe. Nein, ich quatsche nicht. Wehe, du quatsch wieder. Schnauze. Schnauze. Ich komme eben nicht wieder. Man kann einen Lebensabend in vollen Zügen genießen. Also, ich kann meinen Lebensabend in vollen Zügen genießen. Dieser Luxus bietet nur Twin Drake City. Und ich rede wieder irgendwie laut, keine Ahnung. Was gibt's neue Items? Ach man, es leckt schon wieder. Ich mag's echt nicht, wenn's leckt. Aber ich habe alle Anwendungen geschlossen. Ich habe nur noch den Emulator offen und das ist ein Camtasia. Mehr habe ich nicht offen. Also es müsste gar nicht mehr lecken. Und ich habe 4 GB Arbeitsspeicher. Okay, es gibt nichts Neues. Schade. Starterkundung kennen wir ja. Den haben wir noch nicht angesprochen. Wenn wir alle Pokémon freilassen, dann gibt es keine Trainer mehr. Und auch keine Arenaleiter. Die Welt wird sich wandeln. Ob zum Guten oder zum Schlechten. Ja, wenn es kein Pokémon gäbe, dann, also in Real meine ich, keine Pokémon-Spiele, das wäre auch mein Untergang. Weil ich bin so ein Poké-Freak. Dein Zebritz. Es dürfte sich ruhig noch etwas mehr anstrengen. Ach komm, wieder so eine, die Wert drauf legt, ob die Pokémon einem mögen.
Auf solche kann ich verzichten. Diese Stadt wird sich ganz sicher zu einer tollen Zukunftsmetropole entwickeln. Ich kann es kaum erwarten, erwachsen zu werden, um das zu sehen. Wäre mir doch bloß von klein auf bestimmte Dinge wichtiger gewesen. Dann könnte ich mich jetzt besser an früher erinnern. Ich habe ganz vergessen, wie es damals so war als Kind. Ich glaube, ich habe mir immer nur gewünscht, schnell groß zu werden. Alter Knacker hier, redet über sein Leben. Und was ist hier? Ich will in die Vergangenheit zurück. Ich will so vieles in meinem Leben ändern. Mein Vater Reminis hat eine Maschine gebaut, mit der man in die Zukunft sehen kann. Und ich baue jetzt eine Maschine, die Vergangenheit und Gegenwart verbindet. Aber ich habe oft nicht genügend Strom. Irgendwo soll es eine altertümlich wirkende Stadt geben, die denselben Namen trägt wie diese. Meine Maschine würde vielleicht funktionieren, wenn ich bloß ein Pokémon hätte, das die Attacke Ladevorgang beherrscht und aus dieser altertümlichen Stadt kommt. Wir haben kein Pokémon, das Ladevorgang beherrscht. Tut mir leid. Mein Vater hat sich vor langer, langer Zeit mit meinem Großvater Reminis zerstritten. Wow, sehr informativ. Und er gibt mir nicht nur mehr Items. Und ich quatsch mir hier die Spucke weg. Und es leckt hier auch noch. Unglaublich. Was denn jetzt schon wieder? Schon wieder ein Hänger. Was ist das für ein Gebäude? Aus der Kämpfe! Rein um Kämpfe hier. Na gut, wir haben keine andere Wahl. Betreten wir es einfach mal. Willkommen im Haus des Reihumkampfs. Wie der Name schon sagt, kannst du hier Reihumkämpfe genießen. Soll ich dir erklären? Nein. Wir wissen, wie das geht. Jede Runde bringt neue Entwicklungen. Bist du dem Reihumkampf gewachsen? Ja, komm. Und ich mache mal kurz das Pause. Ich habe schon wieder einen trockenen Mund, obwohl ich gerade erst 12,5 Minuten aufgenommen habe. Ja. Erstmal noch der Pokémon von uns aus den Bällen und dann werde ich was trinken. Pausiere mal kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, dann pausiere ich jetzt. Bis gleich. Okay, weiter geht's. Mein Gaumen schmerzt jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund. Ich habe was getrunken. Schmerzt irgendwie jetzt in meinen Gaumen. Mein Gaumen schmerzt. Aber ich bin hier hart im Nehmen. Ich ziehe das jetzt durch. Ist mir egal, ob mein Gaumen schmerzt. Wie ein Samurai mache ich das jetzt. Die haben auch dauernd Schmerzen und so. Verdammt, ich muss Tür zu machen. So, Tür ist zu. Weiter geht's. Nitro-Ladung. Wie du willst. Ich sagte nicht switchen. Was macht der? Er switcht. Das ist der Nachteil am Reihumkampf. Ja, jetzt komm ein bisschen schneller. Ich habe jetzt nicht den ganzen Tag Zeit, nur weil es ein bisschen leckt. Das erinnert mich an Star Wars, an dem Star Wars Let's Play. So, hier Donnerblitz. Ja gut, er hat zu so einer Cheater gewechselt. Das ist mir ganz recht. Dankeschön. Danke für den Selbstmord, so einer Cheater. Das erspart mir Aufnahmezeit. So, jetzt kommt Wegel-Cheater. Ich glaube, der switcht wieder. Ich switch mal jetzt auch mal. Nein, das will ich nicht. Ich komme damit immer noch nicht klar. Jetzt wechsle ich zu Chuck Norris mit einer Durchbruchattacke. So, Wegecheater ist nun kein Cheater mehr, sondern nur noch ein Stück zermatschtes. Keine Ahnung. Und hier ist ein letztes Grill-Cheater. Na, wollen wir grillen gehen? Ein schöner Grillabend. Mit Freunden und so. Ja, komm, lass mal Chuck Norris einfach mal an der Stelle draußen und greifen einfach mit Durchbruch an. Karadonis hat einen hohen Angriffswert, das wird schon packen. Was? Du enttäuscht mich, Chuck Norris. Du hast deinen Namen nicht verdient. Chuck Norris hätte den geownt, der richtige Chuck Norris. Mit einem Kill. Also mit einem Angriff, meine ich. So, das war's mit dir. Jede Menge Erfahrungspunkte.
Okay, das hätten wir. Ab in den ersten Stock. Welche Pokémon soll ich nur zücken? Vor allem rein im Kampf ist eine gute Vorbereitung das A und O. Also, lass uns loslegen. Ja, scheiß auf Vorbereitung, wir gehen einfach blind in den Kampf, ohne zu wissen, was der Gegner hat und ohne feste Taktik. Und mit so schwachen Pokémon kann unserem Team eh nichts anhaben. Gladiantri, habe ich richtig ausgesprochen. Linfo und Pyraulon. Nun gut, es ist nur die Frage, wie greifen wir an? Ich greife mit Minitrollern an, weil ich glaube, er wechselt zu ihm. Ja, genau. Genau das habe ich vorhergesehen. Dankeschön. Jetzt komm, ein bisschen schneller, Emulator. Ich weiß, du nimmst mit HD auf, aber das wirst du doch packen. Boah, CPU-Auslastung liegt bei 95%. Das kann ja gar nicht sein. So, jetzt aber. Tschüss. Wäre schlau gewesen, wenn er gewechselt hätte. Egal, Erfahrungspunkte für unsere drei Pokémon. Und er wechselt zu seinem Kampf-Pokémon Linfo. Ich wechsle jetzt auch einfach mal zu Sepikwin mit einer Laubklinge. Naja, ich glaube, hat schon einen hohen Verteidigungswert, schätze ich mal Linfo. Aber ist ein Volltreffer. Und tschüss. So, jetzt kommt sein Psycho-Pokémon Pygraulon. Aber check mal, das reicht erst Level 46. Wir haben fett overlevelte Pokémon. Aber wir haben ja auch nur 5. Das 6. fangen wir uns in der Siegestraße. Verdammt, der hat die Attacke hatte überlebt und jetzt kam Psychokinese. Das überrascht mich jetzt ein wenig, aber es hat ja Level 39. Da ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass es eine Psychokinese-Attacke drauf hat. So, jetzt einmal Gigastoß, ja. Gigasauger und tschüss. So, den hätten wir. Und der nennt sich Astrainer und hat seine Pokémon noch nicht einmal entwickelt. Der sollte sich schämen. In Grund und Boden. So. Okay. Da ist das Schild, das kennen wir ja. Was ist hier drin? Oh mein Gaumen. Wenn du Reinumkämpfe austragen willst, die findest du nebenan im Haus der Kämpfe. Und was ist das? Ist das auch wieder so ein Kampfhaus? Die Attacke Anziehung! Sie ist Fluch wie Segen! Hier, davon spreche ich! Ach, die gibt uns einen Phantomknoten. Verhindert eine Anziehung. Also unser Pokémon kann sich nicht mehr verlieben, wenn es getragen wird. Wenn dein Pokémon... Ja komm, das habe ich gerade erklärt, das müssen wir jetzt nicht mehr vorlesen. Und falls ihr es lesen wollt, dann pausiert so einfach das Video. Die Pokémon sind immer bei einem, das ist toll. Da mache ich es überhaupt nichts aus, ob man gewinnt oder verliert. Und hier, der hat einen Rockhayman. Rockhayman ist hier. Um die in der Pokémon-Liga antreten zu können, benötigst du alle 8 Orden. Aber selbst wenn du noch so gut bist, die Top 4 werden es dir sicher nicht leicht machen zu gewinnen. Doch, wir sind hier fett overlevelt. Wir können jetzt schon in die Siegestraße. Mit dem Pokémon, was wir haben. Aber in die Liga können wir noch nicht. Da können wir erst mit 50er hin. Und hier ist Sicherheitsdienst. Weil Team Plasma hier war und hat den Arenaleiter entführt. Die legendären Pokémon sind das Wahrzeichen der einer Region. Hat Team Plasma also recht? Ich weiß es nicht. Halt, hier ist ein Schild, sehe ich gerade. Ein gut platziertes, verstecktes Schild, oder? Was ist das? Hä? Was ist das? Seht ihr das? Hier jetzt am rechten Bildschirmrand in der Mitte. Was ist das? Sieht nach einem Schild aus, ist aber keins. Bitte nicht. Ohne mein Pokémon wäre ich plötzlich doch schrecklich einsam. Aber das ist wohl der springende Punkt, oder? Ich nutze es damit nur aus.
Okay, hier ist noch ein Häuschen. 63, 64. Weißt du, ich zähle gerade die Dekoartikel für die Musicals. Ich glaube, es muss so um die 100 von davon geben. Hat man 100, kriegt man einen Stern auf seinem Trainerpass als Nebeninfo. Aber ich sammle die eh nicht. Hast du erst einmal ein paar Dekoartikel? Was? Hast du erst mal ein paar Dekoartikel? Willst du natürlich deine Pokémon damit herausputzen? Nein, möchte ich nicht. Nein, möchte ich nicht. Möchte ich nicht, sowas hasse ich. Ich hasse Musicals über alles. Glaubst oder glaubst nicht? Ja, der ist genau das Gegenteil von mir. Was? Sag mal, hältst du gerne ein paar Dekoartikel von mir? Nee. Nee, tut mir leid, ich hasse Dekos. So. Dekorier lieber dein Geschäftchen. Was, das hier bleibt unter uns, ja? Ich bin als Trainer ziemlich schwach, daher finde ich es auch gar nicht mal falsch, dass Team Plasma den Trainern die Pokémon wegnimmt. Für alle, die ihre Pokémon fehlen, ist das natürlich schon hart, aber sag das nicht dem Kerl da drüben, hörst du? Doch, das sage ich ihm jetzt. Das. Hey du, der Typ da hat was gegen dich gesagt. Hä? Ich war früher ein Mitglied von Team Plasma. Aber ich fand doch, ist doch sehr seltsam, dass dort alle die gleichen Ansichten haben. Ich bin daher irgendwann ausgetreten, um meinen eigenen Weg zu finden. Aber sagt... okay. Hey du, der war beim Team Plasma. Hey du, der möchte seine Pokémon freilassen und findet es toll. Und jetzt bekämpfen sie sich gleich. So, Runde 1, kämpft! Na los, kämpft er, kommt her. Tragt es auch auf diesen Tisch hier aus, der Tisch ist jetzt der Ring. Na los, macht's er! Nicht da durch die Gegend rumstarren und nichts tun. Ihr müsst schon was machen. Hallo, ist da jemand da? Hallo. Unglaublich, ein Stuhl schaut er an. Ein Stuhl! Wow, und der schaut die Wand da an. Okay, echt interessante Wand. Muss ich mir auch anschauen. Aha, okay. Was ist das? Boah, das ist eine Wand. Nee, boah, geile Wand, okay. Nein, oh, Tatterkreis blockiert mir den Weg. Erinnert mich an Mr. Bean, falls ihr die Folge kennt, da, wo er so in einem Hotel war. Okay, ich glaube, die Stadt hätten wir soweit erkundet. Kann aber sein, dass wir ein paar Gebäude übersehen haben. Ja, Pokémon haben wir schon gehalten, das weiß ich, weil ich die Heilerin angesprochen habe. Wo geht's denn hier lang? Ja, wir haben nicht den 29. Mai, wir haben den 29. März. Ich habe das wegen dem der Jahreszeit zwei Monate vorgestellt. Weiter vorn gab es einen klitzekleinen Zwischenfall, weitergehend verboten. Ich bin gar kein so Passant, ich bin vom FBI. Ich bin über die, also lass mich durch. Lass mich durch. Ah. Du wirst gefeuert. Oh, das ist hier. Achso, das ist dieses Schildchen, okay. Aber die Stadt kam mir irgendwie größer vor. Da ist doch noch mehr zum Erkunden. Hier waren wir schon, ja, das... Ich glaube, wir haben doch tatsächlich alles erkundet. Boah, das ging schnell. Wollen wir in diesem Part noch in die Arena gehen? Ja, komm. Aber zuerst müssen wir in dieses Gebäude, wo der Arenaleiter ist. In der weißen Edition ist es die Lilia, die Arenaleiterin. Also genau umgekehrt. Es ist nicht mehr weit. Oh, Moment. Oh, muss meine Knochen erstmal sammeln. Oh, hier liegt einer. Hier liegt mein Schädel. Hier liegt noch ein Hüftknochen. Und da liegt, keine Ahnung, eine Elle oder sowas. Was ist das? Haus von Lysander. Haus von Lysander. Können wir perfekt einbrechen. Hier ist es. Wie in Skyrim, da breche ich auch immer ein, wenn ich ein bisschen Geld brauche. So. Zeit. Nein! Ich hasse Geschichtsstunden. Da muss ich wieder so ewig lesen. Und mein Gaumen vertragt nicht mehr. Okay. Ich gehe durch die Hülle in 3, 2, 1. Zeit für eine kleine Geschichtsstunde. Wie ich sehe, hast du den Lichtstein bei dir. Aus dem Lichtstein wird Reshiram erwachen. Reshiram und Seedform, das bereits unter uns weilt,
waren ursprünglich ein und dasselbe Pokémon. Was? Dieses einzigartige Drachen-Pokémon hat zusammen mit den Zwillingshelden ein neues Land erschaffen, in dem Menschen und Pokémon im Frieden miteinander lebten. Doch eines Tages entbrannte zwischen den Zwillingen ein Streit darüber, wer von beiden im Recht sei. Der Ältere auf die Wirklichkeit pochender Brüder oder der Jüngere vom Wunsch beseelter Bruder. Der Drache, der den Zwillingshelden immer treu gefolgt war, spaltete sich daraufhin in zwei Drachen auf. Der eine schloss sich dem Älteren und der andere dem jüngeren Bruder an. Siegfern, der schwarze Drache, der den Wunsch verfolgt und uns in eine neue Welt der Hoffnung führt. Rishiram, der weiße Drache, der nach der Wirklichkeit strebt und uns in eine neue Welt der Klarheit führt. Da die beiden Drachen ursprünglich eins waren, tobte der Kampf hin und her. Aber seine Entscheidung war nicht in Sicht. Oh Gott, muss man kurz kacken. Okay, schließlich wurden die zwei müde. Auch die Zwillingshelden erkannten irgendwann, dass nicht nur einer von ihnen recht haben könne. Und so wurde der Konflikt letztendlich beigelegt. Jedoch gruben die Söhne der Helden das Kriegsbeil wieder aus. In einem Wutausbruch folgend legten Siegfried und Rishiram daraufhin einmal mit Flammen und Blitzen in Schutt und Asche und verschwanden auf Nimmerwiedersehen. Die Pokémon hatten etwas derartiges aber niemals getan, wären sie angehört und mit Respekt behandelt worden. Schließlich hatten Siegfried und Rishiram einst ein neues Land erschaffen. Boah, so viel lesen. Du hast recht, Pokémon können nun mal nicht sprechen. Doch, das können sie. Sie können ihren eigenen Namen sagen. Zum Beispiel Pikachu sagt Pika, ne? Kennt jeder. Also sie können doch sprechen. Aha! Hat was gegen deine Theorie. Aus diesem Grunde projizieren wir unsere eigenen Gedanken auf sie und erwarten manchmal vielleicht Dinge von ihnen, die ihre Gefühle verletzen können. Und dennoch. Pokémon und Menschen vertrauen und brauchen einander. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. So ist es und nicht anders. Und daher kann ich auch nicht dulden, dass Team Plasmon versucht, uns und unsere Pokémon auseinanderzubringen. Entschuldigung, wir sind etwas abgeschweift. Ja, das seid ihr. Aber das ist alles, was wir wissen. Leider ist uns nicht bekannt, wie man das legendäre Drachen-Pokémon erwecken kann. War es das jetzt? Nee, ich kann nicht gehen, deswegen, ja, es geht noch weiter. Und nun musst du das Versprechen einlösen, das du Lauro gegeben hast. Du musst dir ja noch einen Orden aus der Arena von Twin Drag City holen. Also Kevin, ich warte in der Arena auf dich. Ja, mach das. Muss mal kurz ausschnaufen, nachdem ich so viel gelesen habe und meine Stimmen verzerrt habe wie ein Weltmeister. Ich glaube, dafür sollte ich einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde bekommen. Oh Gott, es geht schon wieder los. Ich bin Lilas Trainer. Moment. Stimme. Okay. Ich bin Lilas Trainerin. Dabei war Lilia eigentlich schon immer stärker als ich. Abnehmen leicht gemacht. Machst du dir Sorgen über das Gewicht eines Pokémon? Gib ihm das hier mit. Ein Lechtstein. Trägt ein Pokémon den Leichtstein bei sich, wiegt es nur noch die Hälfte. Damit kannst du dem gewichtsabhängigen Schaden von Attacken wie Fußkick oder Strauchler reduzieren. Ja, ist nicht so vom Vorteil des Items. Ich habe dein Item, mit dem ich nie viel anzufangen weiß. Möchtest du es haben? Zielscheibe, ja, komm her. Du weißt sicherlich, damit etwas anzufangen. Hier, es gehört dir. Ja, komm, gib die Zielscheibe her. Woher ich das weiß? Ich hab's mal vor kurzem geholt in der Weißen. Gibst du einem Pokémon das Item Zielscheibe, treffen Gegner es auch mit Attacken gegenüber deren Typ es ansonsten unempfindlich wäre. Jetzt trifft zum Beispiel eine Attacke vom Typ Normal ein Geist-Pokémon und so weiter. Das Item ist zwar recht schwer zu handhaben, aber kann sehr nützlich sein. Also damit kämpft man, wäre irgendwie ganz gut gegen Ninja Tom, würde ich sagen, ne? Weil Ninja Tom kann, wobei...
Das müsste ja schon ein sehr effektiver Treffer sein, damit die Attacke trifft. Ach, egal. Ach, ich gehe immer aus Angewohnheit ins Pokémon Center. Dabei sind sie schon die ganze Zeit geheilt. Wobei, nee, wir haben ja Kämpfe im in dem Haus der Kämpfe gemacht, also... Na, gehe ich doch ins Pokémon Center. Jetzt frage ich mich bloß, ob ich jetzt beenden soll. Oder ob ich noch gleich die Arena machen soll. Dann können wir im nächsten Part in Richtung Siegestraße gleich gehen. Allerdings ist es meine... Allerdings macht es dann mein Gaumen nicht mehr so mit. Ja, komm, mach mal einfach mal die Arena, was soll's. Ich gehe jetzt mal durch die Hölle. So, was mach... So, so, der Kevin macht alles für euch, ne? Könnt ihr ruhig mal bei mir bedanken. Pokémon Arena von Twinrex City. Leiter Lysander, Bürger und Meister. Gut, betreten wir mal die Arena. Sehr episch gemacht, die Arena. So, gib mir erstmal das Tafelwasser. Überfall, Tafelwasser her. Willkommen in der Pokémon Arena von Twin Drake City, der größten Prüfung der Einer-Region. Aber zunächst nimm bitte dieses Tafelwasser an dich. Ja, komm, Überfall, her damit. Okay. Ich will dir jetzt erstmal etwas über den Aufbau dieser Arena erzählen. Rücken, Hals und Kopf des Drachen dienen dir als Zugangswege. Diese verschieben sich, wenn du auf die Schalter auf seinen Armen trittst. Achte darauf, wie sich der Kopf des Drachen bewegt. Ja, wir sind jetzt in Skyrim, müsst ihr euch so vorstellen. Die Arena von Twinrex City wartet auf starke Gegner, die ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen. Und ich habe gerade so eine Stimme, nur eine komische Stimme, die hatte ich glaube ich noch nie. Ich glaube, wenn ihr diesen Part jetzt mit anderen Parts vergleicht, dann müsste euch der Unterschied schon auffallen, stimmenmäßig. Oder auch nicht. Kann auch sein, dass ich es mir einbilde. Okay, Drachen, 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 Drachen. Die Schwäche von Drachen ist nur Eis. Und selber noch der Typ Drachen. Das schwächste Pokémon ist Psyduck in Level 42. Ich wechsle mal zu Chuck Norris. Bei jeder anderen Attacke von Streifi nicht so viel abziehen würde. Wir haben zwar Stampfer, aber die zieht auch nicht so viel ab. Deswegen nehme ich jetzt eine Kampfattacke, weil... Kampfattacken wirken sehr gut gegen Drachen. Und erhöht seinen Angriffs- und seinen Initiativswert mit Drachentanz. Kann man auch gute Kombis machen. Altaria kann die Attacke auch zum Beispiel. Ja, er setzt die Attacke nochmal ein, aber das würde ihm nichts mehr bringen. Weil jetzt wird er eh ins Gras beißen. Na komm schon! Verhöhner bewirkt, das können wir nur noch mit Angreifattacken angreifen. Also, Protzer zum Beispiel können wir jetzt nicht mehr verwenden, weil die Attacke dem Gegner keinen Schaden zufügt. Müsst ihr euch so vorstellen. Aber der Kampf ist eh schon vorbei, okay. Gut, der Kampf hat mir gezeigt, wir sollten einen Kampf-Pokémon in erster Position tun, wie Chuck Norris zum Beispiel. Saiyajin hat zwar nur Level 42, aber jetzt können wir in der Siegestraße auch noch trainieren. Das hat leider noch Zeit, so. Wo geht's denn hier lang? Oje, oje. Die Arena ist sehr, 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 sehr groß. Da werden wir schon einige Zeit lang drin hocken. Oder was heißt hier hocken? Stehen. Wenn du mich übertriffst, verrate ich dir, wie du durch diese Arena kommst. Ja, ich weiß schon, wie die durch die Arena kommt. Irgendwie, keine Ahnung. Ich werde schon herausfinden, Phoebe. Spricht mir so aus Phoebe oder Phoebe? Kapuno. Tja, ich habe ja gesagt, ich fange in der Siegestraße in Pokémon. Unser nächstes Team-Pokémon. Ja. Aber was wird es wohl für ein Pokémon sein? Hm, vielleicht ist er schwarz oder blau oder rot oder... Oder sonstiges. Wer weiß. Okay. Oh Gott, der Weg spaltet sich wieder in zwei verschiedene Richtungen. Es liegt schon wieder. Hänger, 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 Hänger. Mein Emulator ist hängen geblieben. Jetzt kommt schon, Emulator. Hallo? Hallo?
Simulator. Moment. So, ich probiere es einfach mal nochmal. Warum leckst du jetzt auf einmal so? Egal, tritt mal einfach mal auf den Schalter. Ist das ein Schalter oder was ist das? Was ist das für eine gelbe Plattform? Vielleicht liegt es auch daran, dass, dass die Arena so groß gebaut ist. Und dass hier noch Höhen dabei sind. Kann ja alles sein. Ah ja, wir müssen ja darauf fallen, damit hier was aktiviert wird. So, und was passiert? Alduin bewegt sich ein bisschen nach oben, okay. Und ihr seht den Arena-Leiter oben in der Mitte. Jetzt nicht mehr. Okay, hier ist der nächste Schalter. Gehen wir erst einmal diesen Drachenkopf entlang. Hallo, Drachenkopf. Genau, dann müssen wir hier runterspringen. Hast du verstanden, wie sich die Köpfe der Drachen bewegen? Ja, habe ich. That is easy. That was easy. Elmar, der Name kommt mir so bekannt vor. Keine Ahnung. Scharfax. Hallo, das ist wieder dasselbe Pokémon. Die Weiterentwicklung von Milter. Okay, jetzt setze ich einfach mal Stärke ein. Ich hätte auch Gigastoß von Anfang an benutzen können. Ja, ich glaube, ich setze Gigastoß mal im nächsten Kampf ein, um euch die Stärke zu demonstrieren. Die Attacke ist zwar sehr, sehr ungenau und der Anwender muss sich für einen Zug lang aussetzen, aber sie zieht 150 Schaden ab. Und es ist physisch und Chuck Norris greift ja eh mit physischen Attacken an. So, wenn es ein One-Hit-Kill wird, dann bin ich glücklich und ich bin sehr zuversichtlich, dass es auch eine ist. Yeah, Chuck Norris, One-Hit-Kill. So gehört sich das. Alright. Ich lasse Chuck Norris einfach draußen, was soll's. Nur Chuck Norris kommt gegen Drachen an. Okay. Jetzt haben wir eine neue Ebene. Jetzt können wir eine neue Ebene, das will ich damit sagen. So, jetzt sind wir hier an der Stelle, wo es geleckt hat. Hier sind sehr viele Trainer in der Arena. Bist du schon glücklich? Wenn du mit irgendwelchen Pokémon zusammen bist. Was? Moment, habe ich das richtig gelesen? Bist du schon glücklich? Wenn du nur mit irgendwelchen Pokémon zusammen bist. Achso, da ist ein Komma, okay. Oder müssen sie auch stark sein? Antworte mir in Form eines Kampfes. Oh Gott, die Dialoge sind manchmal so etwas merkwürdig geschrieben in dieser Generation, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob es in der schwarzen und weißen Edition 2 sein wird. Auch so sein wird, meine ich. Da müssen wir noch schauen. So, hier ist einmal Durchbruch auf diese Scharfax. Ausdrücke Scharfaxen zu machen hier. Oh Mann, das wird wieder so ein XXL-Part. Aber ich habe so gewollt. Ich wollte es jetzt alles in einem Part machen, damit wir vorankommen. Ich will ja auch bald ein neues Let's Play anfangen und da möchte ich schon Pokémon Schwarz fertig haben. Und zwar spätestens bis zum 15. möchte ich Schwarz fertig haben. Und wir haben noch sehr viel zu tun. Sehr, 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 sehr viel. Ah, ich mag dieses Wort sehr, sehr, sehr so gerne. Jetzt haben wir wieder zwei Möglichkeiten. Ich nehme mal diese hier. Vielleicht ist es die richtige. Kann auch sein, dass es die falsche ist. Okay, das geht jetzt nach unten und der Dragon Head geht auch nach unten. Okay, das scheint falsch zu sein. Okay, wo geht's denn hier lang? Okay, hier geht's nicht hier geht's nicht weiter. Wir können nur jetzt hier entlang. Hey! Schau an! Wen sehe ich da? Jedenfalls kommst du gerade recht, aber sei gewarnt, ich werde es dir nicht leicht machen. Ja, mach's mir auch nicht, das wäre sehr schön. So, was hast du denn für Pokémon? Schadrago ist dieses Pokémon, das wir in der Drachenstiege begegnet sind und gefangen haben. Oder haben wir es gefangen? Haben wir ein Schadrago gefangen? Ich weiß gar nicht.
Ja, wir haben es gefangen. So, hier ist einmal der Drachenstoß, wollte ich schon sagen, aber Gigastoß heißt die Attacke. So, Chakramas muss eine Runde leider aussetzen. Oh, Drachenklaue ist schlecht. Step plus Volltrefferquote. Wenn es jetzt ein Volltreffer ist, dann ist Chakramas. Boah. Okay, tschüss. Nein, scheiße, ich habe die Rauhaut vergessen, die Fähigkeit. Ach, habe ich ganz kurz nicht nachgedacht und schon passiert mir sowas. Na toll, jetzt ist Chuck Norris tot und keine Erfahrungspunkte. Der Kampf hat sich... Der Kampf hat's vollgebracht. So, wo geht's denn hier lang? Okay, hier geht's nicht weiter. Aber hier geht's weiter, hier müssen wir draufjumpen und was passiert? Aha, jetzt gehen wieder diese Klauen nach oben. Und der Drachenschädel bewegt sich jetzt nach rechts. Hm. Gut, auf die Klaue können wir nichts machen. Wir müssen jetzt wieder nach rechts. So, und ich glaube, ich muss dann auch mal wieder raus und die Pokémon noch heilen, bevor wir kämpfen. Ich glaube, das mache ich aber dann offscreen. Du! Dich teste ich! Zeig mir, wie gut du dich mit Pokémon auskennst! Mehr als du, ich kenne alle 649 Pokémon. Und zwar, ja, ich kenne alle. Ich kenne alle 649 Pokémon vom Typ mehr. Jetzt im Ernst jetzt, ne? Zeig das nicht einfach so, ich mein's ernst. Ihr könnt mir irgendein Pokémon in den Comments schreiben, ich kann euch antworten, was das für ein Typ ist, ohne jetzt angeben zu wollen. So, hier ist wieder ein Kapuno. Ach ja, ich kann euch noch schon hinweisen, unser sechstes Team Pokémon wird sehr stark sein. ja, aber wer es in den Kommentar schreibt, was das für ein Pokémon ist, den muss ich leider löschen, den Kommentar. Blockieren, vielleicht bei häufigeren. So, hier ist mein Fokusstoß. Die Kampfattacke, warum habe ich da jetzt schon raus? Naja, was soll's. Hauptsache der Fokusstoß trifft jetzt. Ah ja, genau. Ich tue immer aus Angewohnheit das schwächste Pokémon raus. Ja, das ist so eine Angewohnheit bei mir. Aber hier kämpfen wir gegen Drachen. Da kommt man mit Wasser nicht sehr weit voran. Weil die Attacken nicht sehr effektiv sind. So, Level up, Level up, Level up. Ja, Level up. Sehr gut, Saiyajin. Oh, hier ein Shadrago schon wieder. Da kommt nämlich mal Adventi raus. Advent, Advent, die fünfte Kerze brennt. Und der Weltuntergang beginnt. So, vielleicht hätte ich Adventi 2012 nennen sollen. Und tschüss. Oh nee, es kam Knirscher. Tschüss, Adventi. Was? Hat überlebt, okay. Adventi, du bist cool. So, hier Spuckball. Ist ja spezial, da funktioniert Rauchhaut nicht. So. Okay, Connor ist down. Also hier geht's nicht weiter. Aber hier geht's noch hoch. Okay, dann geht's hier entlang. Oh Gott, das wird noch sehr lange. Seufzt, naja, oh nein. So, jetzt ist die Frage, wo lang? Okay, ich gehe mal hier. Okay, hier geht's nicht lang. Hier geht's auch nicht lang. Dann müssen wir hier nach unten. Da waren wir schon, ne? Ja. Sonst hätte der uns ja zum Kampf herausgefordert, wenn nicht. Ah ja, okay. Jetzt müssen wir hier drauf jumpen, glaube ich ja mal, oder? War das richtig? Ich weiß gar nicht. Nee, das war falsch. Jetzt bewegt sich alles wieder in die ursprüngliche Position zurück. Mist, sowas wollte ich doch gar nicht. Okay, dann müssen wir wieder alles wieder rückgängig machen. Müssen einfach nochmal drauf jumpen. So, hier. So, alles nach oben. Warum könnte man nicht einfach ein Vogel-Pokémon nehmen und da drüber fliegen? Das wäre das Leichteste auf Erden.
So, wir müssen hier jetzt auf den Schädel drauf. Kann auch sein, dass ich jetzt völlig falsch gehe. Aber ich glaube schon, dass es richtig ist. Den haben wir schon, oder? Ja. Dann müssen wir mal hier lang, oder? Na, ich schaue jetzt einfach nur, probieren geht über studieren, heißt bekanntlich. Hilft auch in Minecraft. Dieser Trick. Okay, jetzt geht's nach unten. Und der Schädel geht jetzt auch nach unten. Wo führt denn das jetzt hin? Ins Nirgendwo, glaube ich. Ja, ich kann hier nicht weiter. Da muss ich hier jetzt lang. So, wo sind wir hier jetzt? Okay, das ist ein ganz schön langer Weg jetzt. Oh ne, jetzt sind wir wieder hier. Wobei. Vielleicht müssen wir das jetzt nochmal anstupsen, damit es wieder in die richtige Position geht. Damit es wieder nach oben, glaube ich, geht, ne? Aha. Ja, das sieht gut aus. Jetzt kommen wir nämlich nach rechts. Nach links. Genau, das sieht richtig aus. Hier ist noch eine Trainerin. Lauter Ass-Trainerin fällt mir gerade auf. Lauter Ass-Trainer und Trainerinnen in dieser Arena. Ich bin so schon sehr gespannt, mit welchen Tricks du so aufwartest. Es wird so wieder so ein ewig langer Part. Ich mag keine ewig langen Parts. Die dauern immer so lange zum Rendern. Und zum Hochladen. Tja. Kapuno. Machen wir es mal kaputt. Kapuno, Kaputo. Klingt irgendwie gleich, ne? Also vom Namen her. Kaputo, kennst du ja, erste Generation Fossil-Pokémon, ist klar. Aber hier Kapuno. Haben sie einfach nur das T durch ein U ersetzt. Oder? Kapu. Ne, da haben sie das N durch ein T ersetzt. So ist es richtig. Ey Quatsch, da haben sie das T durch ein N ersetzt. So. Oh Gott. Ganz schön schwer. Als, das Leben als Let's Player ist schwer. Als Let's Player hat man es nicht leicht. Das will ich damit sagen. Denn man muss immer die richtigen Worte finden für das, was man gerade sagen will. Sonst redet man Scheiße. Ne, dann nimmt man die Scheiße förmlich im Mund, okay? Ich sollte es jetzt nicht weiter detailliert erklären, weil das sonst anstößig wirken könnte und dann das Video ab 18 ist. Oder so, keine Ahnung. Man weiß ja nie, was passiert. Alles. So, oh ne, Drachenklaue, das war's, Sergeant, tschüss. Jetzt habe ich nur noch Adventi-Streife und Seppi-Queen und halt noch das taube Nüsschen. Adventi, komm. Hast mich noch nie enttäuscht, außer diese Sache mit dem Knirscher vorhin. Aber darüber will ich jetzt hinwegsehen. Und tschüss, Schadrago. So, okay. Jetzt müssen wir hier drauf. Das ist bestimmt das Richtige. So, was passiert jetzt? Aha. Ah, ja, okay. Jetzt kommen wir wieder auf den Schädel. In ein weiteres Areal der Arena. Und mein Mikrofon steht gerade falsch, merke ich gerade. So. So, okay. Hier geht's raus. Also unten halb. Hey du blockierst den Weg. Lass mich durch. Lass mich durch. Mistkerl. Ach, da geht's weiter. Ich hab's gar nicht gesehen. Weil hier eh alles schon so schwarz ist. Und hier ist noch eine Trainerin. Pokémon-Kämpfe bestimmen nun schon seit über 10 Jahren unser Leben. Wir werden dich spüren lassen, wie viel die Erfahrung in einem Kampf ausmacht. Pokémon gibt es schon seit 15 Jahren und nicht mehr seit nur 10 Jahren. Veteranin Fair. Unaussprechlicher Name. Immer die gleichen Pokémon. Das nervt mich langsam. So, Stampfer.
kann es ein bisschen lang dauern. Ich wünschte, ich hätte jetzt eine Speed-Taste. Aber Schalfax schreckt zurück. Bitte jetzt nochmal zurückschrecken, das wäre jetzt sehr schön. Ah, sehr schön. Okay. Endlich habe ich Glück, mal. Ausnahmsweise habe ich mal Glück. Habe ich ja so selten in diesem LP. Aber jetzt hatte ich mal Glück, so. Level 47 für Streifi Stromstoß. Muss ich mir anschauen, die Attacke. Anwender erzeugt Spannung und greift an, indem er auf Kollisionskurs geht. Er leidet selbst dabei ebenfalls leichten Schaden. Ist physisch. Ist die Attacke, auf was ist Streifi spezialisiert? Na ja, komm, Blitz, Blitz, komm, Blitz weg. Falls wir Blitz noch brauchen, tue ich einfach die TM wieder nehmen und Stromstoß vergessen lassen oder eine andere Attacke. Nein, oh, ich wollte wechseln. Egal. Komm, das schaffst du auch noch, Stampfer. Wenn du eins besiegst ohne einen Kratzer, schaffst du auch zwei zu besiegen ohne einen Kratzer. Er erhöht seinen Angriffs- und seinen Initiativwert. Und ich greife jetzt einfach mal mit Stampfaden. Und er schreckt zurück mal wieder. Ach, ich mag Stampfer. Jetzt so. Stampfer ist eine meiner Lieblingsattacken. Und tschüss. So, das hätten wir. Sag ich auch irgendwie viel zu oft. Das hätten wir in diesem LP. Kann es sein? Naja, hier geht's weiter. Ich habe gerade mich nach der unteren Ebene orientiert. Oje, oje. Müssen wir hier drauf, ne? Oder? Ich glaub mal ja. Und dann ist es nicht richtig. Ja, doch, das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr, sehr gut aus. Ja, das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Besser hätten wir es gar nicht machen können. Aber ich glaube, da hinten war noch ein Trainer, aber was soll's. Soll ich Pokémon heilen? Ne, komm, gehen wir direkt in den Kampf. Schön, dass du gekommen bist. Ich bin der Arenenleiter von Twin Drake City. Twin Drake City. Lysander. Als Bürgermeister strebe. Der ist noch Bürgermeister? Was ist er denn noch alles? Ist er noch der Finanzminister des der Stadt und noch Bundespräsident? Was ist er denn alles noch? Oh Gott. Und im Moment strebe ich nach einem jungen Trainer, der für. Warte, andere Stimme. Und im Moment strebe ich nach einem jungen Trainer, der für die Zukunft steht. Ob du mir genau wie Lilia Hoffnung für die Zukunft geben kannst? Letzter Arenaleiterkampf gegen Lysander, dem Bürgermeister von Twin Drake City. Hat nur drei Pokémon. Wir haben allerdings auch nur noch drei. Das vierte ist halt bloß nur unser Pokéslave. So, ich probiere es wieder mit Stampfer. Mit denen haben mit der Attacke Attacken kommen, wir haben schon so viele Scharfwachs getötet. Du kämpfst also. Was? Ach egal. Ihr könnt es pausieren, falls ihr es lesen wollt. Ich konnte es so schnell nicht lesen. Er erhöht seinen Angriff und seinen Spezialangriff. Mit Drachentanz. Sehr gut. Kein Trank, kein Trank. Gut, danke und tschüss, Scharfwachs. So, Shadrago, da wechsle ich lieber zu Adventi. Auch wenn dieses Shadrago wahrscheinlich Knirsche drauf hat, aber egal. So, falls es wirklich, wirklich riskant wird, haben wir ja immer noch ein paar Tränke und Beleber. So, hier greife ich erstmal mit Spukball an. Ja, dachte ich mir, dass es nicht für einen Kill reicht. Es kommt eine Unlichtattacke und das war's. Ja, ich probiere es wieder mit Streifi. Streifi hat Level 47. Es hat ein höheres Level. Es müsste schon hinklappen mit dem Kill. So, Stampf hat nur noch 7 AP jetzt in diesem Moment. Oh nee. Jetzt kann er sich heilen. Und es wird auch. Und es kann es Vergeltung. Oh Gott. Oh Gott, nein. Jetzt wird er sich heilen. Dann nutze die Gelegenheit einfach auch und. Machen Top-Genesung auf Top-Beleber auf Chuck Norris. So, er heilt sich ebenfalls. War ja zu erwarten. Ich lasse jetzt Streifi noch kämpfen, bis es drauf geht. Ja, Tom Rauhaut, das ist jetzt auch egal. Und es ist jetzt auch egal, der Nachthieb. Oh, hat überlebt, Respekt.
Ich glaube, ich probiere es mal zu paralysieren. Vielleicht klappt es ja mit Donnerblitz. Kann er nicht schaden. Ist zwar nur vom Typ Drache und nicht Flug. Deswegen ist die Attacke auch nicht normal effektiv. Oh, meine Stimme hat sich jetzt verändert. Ist euch das jetzt aufgefallen? Boah. Moment. Ich glaube, ich trinke mal kurz was. Boah, jetzt habe ich einen echten Frosch im Hals. Unglaublich, das hatte ich noch nie. So, Chuck Norris. Naja, wir haben es ja auch gleich. Durchbruch. Und, boah, ja, Tom, komm, Rauhaut. Ist egal. Ein bisschen Schaden, aber was soll's, Level 47 für Chuck Norris. Und hier kommt sein stärkstes Maxax. Die Weiterentwicklung von Scharfax. Und eines der stärksten Drachen-Pokémon in Nile. Hat einen sehr hohen Angriff. Ich greife mal mit Gigastoß an. Das letzte Pokémon, das wir besiegen müssen, um in die Siegelstraße gehen zu dürfen. Oder um in die Pokémon-Liga gehen zu dürfen. Ja, ich erkenne seine Taktik. Er will seinen Initiativ und seinen Angriff erhöhen. Und uns dann mit jeder Attacke one-hitten. Das ist eine Killer-Taktik. Wenn der Gegner nur mit Attacken angreift. Oder wenn der Gegner auch nur versucht, sich zu stärken. Aber egal. Max sagt es dauern. Und wir kriegen unseren letzten Orden. Wundervoll. Ich bin dankbar dafür, dass ich dir begegnet bin und gegen dich kämpfen konnte. Und ich habe keine Ahnung, wie der Orden heißt, deswegen kann ich jetzt brüllen, was das für ein Orden ist. So, auf jeden Fall ist es unser letzter Orden. Wir können in diesem Moment jetzt in die Pokéliga. Yippie. Legendenorden heißt der. Ha, jetzt hast du also alle Orden der einer Region errungen. Jedes Pokémon wird dir fortan gehorchen. Und das hier sollst du auch haben. In dieser TM findest du eine meiner Lieblingsattacken, Drachenroute. Na gut, danke, die können mir Zappiqueen beibringen. Drachenroute fügt dem gegnerischen Pokémon nicht nur Schaden zu, nein! Sie schleudert es auch zurück in seinen Pokéball. Sprich, dein Gegner... Was? Sprich, der Gegner ist dazu gezwungen, sein Pokémon zu wechseln. Ich habe eine Bitte an dich. Folge Laure und begib dich zur Pokémon-Liga. Die Liga liegt am Ende der Route von Route 10, die von Twin Drake City abgeht. Ein Stück weiter hinter der Siegestraße. Um die Stärke Laurus weiß ich. Was? Um die Stärke Laurus weiß ich, aber wie groß die von N ist, weiß ich nicht. Okay, hier ist zum Glück ein Teleporter, da ersparen wir uns sehr viel Walkzeit. Und tschüss. Und wehe, einer spricht mich. Ich sagte, wehe, einer spricht mich an. Lass mich nur. Nee, ich beende jetzt. Tschüss, bis zum nächsten Bad, Leute. Ah, im nächsten Bad nehmen wir uns die rote Zähne unter Lupe und machen uns auf zur Siegestraße. Bis dann, servus.